Ah, ist das nicht herrlich? Ich bin hier oberhalb von Koppengrave im Duinger Wald unterwegs und genieße hier die herbstliche, farbenvolle Stimmung. Ja, wenn ihr sehen wollt, was es hier alles so im Duinger Wald zu entdecken gibt, ja, dann bleibt mal dran. Ich bin jetzt hier schon oberhalb von Koppengrave an der Köhlerhütte. Koppengrave liegt da unten im Tal. Ja, und hier oben an der Köhlerhütte, hier hat schon so manche Party stattgefunden. Ja, ich denke mal, was für die alten Germanen die Tingplätze waren, das ist hier für Koppengrave die Köhlerhütte. Also hier oben ist gefühlt immer irgendwo was los, nur halt nicht früh morgens, wenn ich meine Tour hier starte. Ja, meine Tour wird mich hier diesen Weg hinaufführen Richtung Hild. Das ist der Weg mit dem Namen Breite Schneise. Oben machen wir dann einen Rechtsknick auf den Lichtenbergweg und dann in ungefähr 2 Kilometern, da kommt die Hilzquelle. Das ist mein erstes Ziel hier auf der rund 15 Kilometer langen Rundtour durch den Duinger Wald. Und wenn alles gut läuft, komme ich nachher hier wieder raus und ja, habe ein paar schöne Impressionen eingefangen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier Ende Oktober. Man sieht das Laub hier in bunten Farben von den Bäumen fallen. Herrlich, deswegen freue ich mich hier schon auf die Tour. Ja, wir haben Sonnenaufgang. Das heißt, ich will mich mal auf meinen Drahtesel schwingen, der da schon gesattelt am Baum lehnt. Aber bevor wir jetzt Richtung Hilzquelle losdüsen, schauen wir uns Koppengrave noch mal kurz von oben an, oder? Koppengrave gehört zum Flecken Duingen, der wiederum Teil der Samtgemeinde Leine-Bergland ist. Der kleine Ort zählt etwa 630 Einwohner und ist umgeben von herrlichen Bergen wie dem Hils im Westen, dem Duinger Berg im Osten und dem Reuberg im Südosten. So kann man von Koppengrave aus herrliche Wanderausflüge starten, zum Beispiel hoch in den Hils zur Feuerschneisenhütte und dem Wilhelm-Rabe-Turm, aber auch rüber in den Duinger Berg zum Leine-Bergland-Balkon. Ja, herrliche Impression von Koppengrave, noch ein bisschen in Nebel gehüllt. So langsam kann sich die Sonne aber durchsetzen, deswegen will ich mich jetzt erstmal schnell aufmachen. Hier auf der breiten Schneise hoch Richtung Hilzquelle. Ich hatte es ja gesagt, ungefähr 2 Kilometer, um da oben an der Hilzquelle die nächsten Impressionen einfangen zu können. Also, auf geht's Richtung Hilzquelle. Übrigens, hier im Bereich Duingen gibt es viele herrliche Pottland-Wanderwege. Ich befinde mich hier momentan auf dem DU6, der auch zu der Hilzquelle führt, wo ich ja gerade auf dem Weg hin bin. Und ja, insgesamt gibt es viele weitere, die auch da durch das Duinger Seengebiet führen oder hoch zum herrlichen Leine-Bergland-Balkon. Den DU6, auf dem ich mich gerade befinde, habe ich auch schon mal frühmorgendlich bewandert. Das Video habe ich euch ja, da oben mal verlinkt. Zeigen kann ich es nicht, dafür fehlt mir der dritte Arm. Ja, gleich bin ich an der Hilzquelle. Ja, da unten, da führt der Lichtenbergweg lang, hier parallel zum Hilzkammweg, der hier oben weiter zur Feuerschneisenhütte führt. Die Feuerschneisenhütte ist da oben. Und ja, am Lichtenbergweg muss man aufpassen, da gibt es einen Abzweig, sehr unscheinbar, der dann hier hochführt auf den Hilzkammweg. Und direkt an diesem Weg gibt es dann einen kleinen Trampelpfad direkt zur
Hilsquelle. Ja, muss man genau drauf schauen, sonst fährt man vorbei. Ja, gucken wir mal hoch, was? Ja, die Hilsquelle ist erreicht. Das Eingefasste, das ist die Hilsquelle. Und da oben haben wir eine schöne Sitzgelegenheit. Zur Hilsquelle gucke ich gleich runter. Aber erstmal will ich hier hoch zur Sitzgelegenheit. Denn der geneigte Wanderer, wenn er den mühsamen Aufstieg hier zur Hilsquelle geschafft hat, der wird belohnt hier mit einem herrlichen Blick über den Duinger Wald bis nach Duingen. Der hinten im Hintergrund in Sonne getaucht, der Duinger Berg, der links seitig dann aufhört und dann übergeht in den Tüsterberg bei Marienhagen. Und zwischen Tüsterberg und Duinger Berg, da können wir sogar im Hintergrund noch den Osterwald sehen, der als Teil des Kahlenberger Berglandes auch ein herrliches Ausflugsziel ist. Auch über den Osterwald habe ich schon einige Videos gemacht. Unter anderem bin ich da hochgewandert zum Fast, das ist die höchste Erhebung im Osterwald, und weiter zum St. Arvold, ein alter Steinbruch als Naturschutzgebiet. Auch da habe ich ein Video drüber gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, und am Duinger Berg, wir wollen es nicht vergessen, da haben wir den Leine-Bergland-Balkon, auch eins der schönsten Ausflugsziele hier im Leine-Bergland. Auch da habe ich natürlich schon mal ein Video drüber gemacht mit meinem Kumpel Olaf. Sind wir von Brunkensen, das liegt ein bisschen weiter im Osten, losgewandert, den kompletten Duinger Berg lang, über Babenstein und, bis zum Leine-Bergland-Balkon. Und da haben wir es uns gut gehen lassen, das Video hier oben auch für euch verlinkt. Ja, gucken wir mal runter zur Hilsquelle. Ein bisschen rutschig, sehr nass in der letzten Zeit gewesen. Ja, fast versiegt hier die Hilsquelle. Aber das Wasser, das da rauskommt, das soll trinkbar sein. Aber dafür legt keiner seine Hand ins Wasser quasi. Also von daher werde ich jetzt mein Getränk trinken, was ich mitgebracht habe. Aber vorher will ich hier nochmal wieder einen Sprödistein auslegen. Hinten drauf wieder ein bisschen Werbung für meinen Kanal. Den lege ich jetzt da oben auf die Bank. Wenn ihr so einen Stein mal findet, dann könnt ihr das gerne posten unter Hashtag Sprödis Kanal oder Hashtag unterwegs mit Sprödi auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Ja, Sprödi Stein geht auf Reise. Ich wünsche eine gute. Und ja, während ich jetzt was trinke und dann wieder auf den Lichtenbergweg zurückfahre und dann weiter Richtung Alte Köthe, da schaut ihr euch hier den Bereich hier an der Hilsquelle, hier am steilen Hils. Da oben ist der Hilskammweg. Hier geht es wirklich steil hoch. Diesen Bereich schaut ihr euch jetzt mal von oben an. Herrliche Impressionen da vom Duinger Wald im Bereich der Hilsquelle. Und man hat schön gesehen, wie steil es dann hochgeht. Ja, Richtung Bloße Zelle, Richtung Feuerschneisenhütte, da im Hils. Herrliche Aufnahmen. Ja, aber während ihr diese tollen Aufnahmen genossen habt, bin ich jetzt schon ein ganzes Stück weiter gefahren. Nämlich hier Richtung Alte Köthe, mitten im Duinger Wald, mitten im Naturschutzgebiet Duinger Wald. Herrlich. Auch hier ein toller Ort, um sich bei seinen mühsamen Wanderungen etwas zu erholen und Kraft zu tanken. Wir haben hier viele Sitzgelegenheiten und ja, ich meine, man kann sich auch den Schlüssel besorgen hier für die Alte Köthe, und dann kann man da drin sicherlich auch die ein oder andere Feierlichkeit zelebrieren. Ja, eigentlich wollte ich heute schön die Königsallee weiterfahren, aber hier ist abgesperrt. Denn heute ist Jagd und die Jägersleute, die fahren hier gerade hoch in den Wald. Also so viel Verkehr hier im Duinger Wald, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und ich will mich da natürlich auf keine Diskussion einlassen. Ja,
Jeder einzelne Jäger hat hier sein eigenes Auto und fährt hier ja durch die Botanik. Also die Königsallee kann ich nicht lang, denn da ist heute wegen Jagd gesperrt. Und deswegen fahre ich jetzt hier erstmal den Ägidiweg runter und schau mal, wann ich bei nächster Gelegenheit nach links abbiegen kann, um weiter in den Duinger Wald vorzudringen. Also hier erstmal runter und dann schauen wir mal. Also bald der Wind hier ein bisschen geht, dann rieseln hier die Blätter von den alten Eichen, die hier die Königsallee im Duinger Wald säumen. Herrlich, jetzt kommen wieder ein paar Blätter runter. Ja, so macht das Wandern und das Fahrradfahren im Herbst echt Laune. Hier der Wald in Sonne getaucht und die bunten Blätter ja, zeigen an, dass wir uns langsam dem Winter nähern. Ja, von da bin ich gekommen. Ich bin jetzt hier auf der Königsallee, musste aber einen großen Bogen fahren, denn viele Wege hier im Duinger Wald sind heute wegen Jagd gesperrt. Ich bin den Ägidiweg runter und dann auf den unteren Hohen Föhrsiegweg, dann auf den Försterweg abgebogen Richtung Alten Forsthaus, an den Papenteichen vorbei. Und jetzt konnte ich hier auf die Königsallee einbiegen. Ja, und ich wollte hier nochmal unbedingt hin, denn hier haben wir Bereiche eines alten Hutewaldes, wo Rinder hier in den Wald geschickt werden und ja, dann den Sommer und Herbst hier verweilen dürfen. Ja, und hier haben wir noch zwei der dicken Exemplare, die sich hier ja, im Wald aufhalten und die herrliche Herbstatmosphäre genießen. Ja, so macht das Spaß und das ist auch eins der Merkmale hier im Duinger Wald, diese herrlichen alten Eichenbestände. Und ja, für mich geht es jetzt aber wieder zurück Richtung Papenteiche und dann weiter zurück Richtung Köhlerhütte. Ja, ich bin jetzt hier schon wieder auf schrammem Weg Richtung Köhlerhütte. Das heißt, meine ja, Tour hier durch den Duinger Wald neigt sich dem Ende entgegen. Ja, ich musste die Tour ein bisschen abwandeln, da heute große Jagd hier im Duinger Wald war. Aber nicht weiter wild. Das, was ich sehen wollte, habe ich gesehen und ich konnte ein paar schöne Impressionen einfangen. Ja, schaut mal durch meinen Kanal. Viele weitere tolle Wanderziele erwarten euch. Zum Beispiel oben im Hils die Feuerschneisenhütte, der Wilhelm-Rabe-Turm, aber auch der Duinger Bruchsee und. Schaut mal durch, lasst euch inspirieren, geht raus und genießt hier unsere tolle Gegend, denn hier bei uns gibt es wirklich ja, viel zu entdecken. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, netten Kommentar, das freut mich. Und vielleicht kann ich auch den einen oder anderen dazu inspirieren, mal ein Abo dazulassen. Das freut mich und bringt meinen Kanal natürlich weiter. Ja, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss, euer Sprüdi. Und zum Schluss hier ein paar schöne Impressionen nochmal von Koppengrabe. Diesmal ja, im Sonnenschein.